Auch mal die Kiste starten. Ich finde echt, dass der John Deere ein richtig schöner Drescher ist. Aus einer Abendsonne. Abendsonne? Morgensonne meine ich, sorry. Aber so im, bei tiefstehender Sonne. So. Ich habe ein Pferd verkauft, welches nicht im Stall war, sondern auf einem Feld rumstand. Und das fand der LS nicht so doll. Und jetzt ist das Savegame komplett zerstoßen, oder wie, Kias? Robin Reinhardt ist auch wieder am Start. Dich sehe ich ja, glaube ich, auch jede Woche hier. Das freut mich auf jeden Fall. Danke dafür. Ich hoffe, du hast auch heute wieder Spaß. Kann man mitzocken. Heute nicht. Bald demnächst, wenn wir dann irgendwann auf einer anderen Map sind und so. Schon. Wann ziehen wir auf eine andere Map? Wenn ich eine gefunden habe, die mir gefällt. Ganz einfache Sache. Das kann eine Woche dauern. Oder noch 2 Monate. Keine Ahnung. Monate. Ein Jahr. Nein. Ganz so schlimm wird es, glaube ich, nicht. Also, ich habe das schon im Blick. Wenn ich da mitbekomme, dass was rauskommt, was mir gut gefällt, werde ich mir das einmal anschauen. Vielleicht machen wir da einfach mal so ein Map-Cook-Mittwoch. Map-Mittwoch nennen wir das Ganze dann. Laden wir uns mal 2-3 Maps runter, die eventuell in Frage kommen. Spielen dann einfach, beziehungsweise spielen ist relativ. Wir gehen dann schön spazieren auf der Map, gucken uns die an, überlegen uns, wo wir uns denn häuslich niederlassen wollen. Und dann entschließen wir uns dazu gemeinsam. Ja. Demokratisch quasi. Machen wir eine Chat-Umfrage, auf welche Karte wir denn gehen sollen. Und auf der Karte will ich dann ab da quasi weiterspielen. Ich weiß noch nicht, mit was für einem Fuhrpark. Also der Fuhrpark hier ist ja wirklich quasi das erste gewesen, was ich getestet habe im LS. Und ich habe ja echt bis jetzt sehr, sehr wenig LS gespielt. Das ist auch im Endeffekt das schon fast alles, was ich hier gemacht habe, dieser Spielstand. Eigentlich ist es alles, ja. Wollen wir mal eben hier noch leer machen. Ups. Da ist aber gerade der Rabe durch den Anhänger geflogen. Oberes Glantal habe ich jetzt schon mehrmals gelesen. Habe ich mir noch gar nicht angeschaut, was das für eine Map ist. Also ich wünsche mir eigentlich schon was Bergigeres. Mit Feldergrößen, wo das hier, unsere Felder jetzt, so denke ich mal, das Größte sind, was auf der Map ist. Gut, letzten Endes sind es ja auch gar keine kleinen Felder, ne? Es dürften schon 2, 3, 4 Hektar sein. Ne, der Server läuft wieder. Jens hat einfach kurz vorher gespeichert. Okay, alles klar. Also den gespeicherten Spielstand hat Jens geladen. Und dann ging das schon wieder. Da habt ihr Glück gehabt, ne? Kias, machst du nicht nochmal. Merke ich mir. Dann bin ich gespannt, was denn der Helfer sagt. Aber es scheint jetzt zu funktionieren, dass er weiter flügt. Ein Stück unten müssen wir dann manuell flügen. Aber das soll uns dann auch nicht weiter stören. Den lassen wir erstmal noch. Den schmeiße ich wieder an. Und ab geht's. Habt ihr das eigentlich lieber, wenn ich in Außenperspektive oder in Innenperspektive fahre? Bei mir ist es meistens so ein Mischmasch. Jetzt beim Dreschen ohne GPS ist es dann doch meistens eher die Außenperspektive, um nochmal die Schneidewerksbreite optimal zu nutzen. Und hier nicht mir irgendwie eine Bahn zu viel einzuhandeln. Wäre ja auch nicht das Schlimmste, aber man will ja doch irgendwie effizient arbeiten immer. Was machen wir mit dem Stroh, Leute? Sagt mal, wollen wir nochmal Ballen pressen? Dann müssen wir uns eine Presse leihen. Wollen wir... Ja, was können wir damit anfangen? Vielleicht müssen wir mal schauen. Gibt es hier einen Ballenverkauf? Dass man wirklich Ballen verkauft, das wäre noch eine Alternative, glaube ich. Weil wir brauchen nicht so viel Ballen. Guck mal, wir haben die ganze Halle voll stehen.
Und die Pferde fressen uns da jetzt echt nicht unbedingt die Halle leer in einer kürzeren Zeit. Die sind eigentlich relativ genügsam. Ist aber schon irgendwie komisch, dass das nicht so gut funktioniert hat, finde ich. Also, hätte ich jetzt auch mit gerechnet, dass dem das nicht juckt, wenn das Pferd denn nicht im Stall ist. Aber es kommt halt leider immer mal zu Fehlern, ne? Ihr kennt's doch. Mit einem Ladewagen wegfahren. Wohin denn wegfahren? Haben wir hier Stromverkauf? Wer das denn? Preise für Stroh. Stroh. Hä, was sind jetzt hier gerade Strohscheune? Das könnte Stroh sein, oder? Hoi? Silage oder so? Ne, das sieht nach Hackschnitzel aus. Genau, im Sägewerk. Das ist dann wohl Hackschnitzel. Dann wird das wohl Stroh sein an der Scheune. Müssen wir einen Ladewagen leihen. Ist auch gut. Kriegen wir wohl hin. Da kommt mal ein bisschen Geld rein. Zur Scheune. Alles klar. Welchen Ladewagen würdet ihr... Also können wir jetzt mal... Das steht ja dann so in einer Viertelstunde oder so vielleicht an. Je nachdem, wie schnell wir mit der Arbeit fertig sind. Dauert es auf jeden Fall noch ein paar Minuten. Und dann gehen wir mal in den Ladewagen rein. Welchen wollen wir da leihen? Boah, der Tigo. Der hat es mir angetan. Der Tigo. Was kostet der die Stunde? 6.000. Wahrscheinlich wird es sich für das Geld einfach nicht lohnen. Alter. Der Shooter Maker ist ja mal richtig fett. Uiuiuiui. Noch krasser. Gut, ist halt eine Krone, ne? Kannst du sagen, was du willst. Rapid. Ein Bergmann. Was kostet denn er hier? Na, wir werden den kleinsten nehmen müssen. Denke ich mal. Außer ihr habt jetzt einen Wunsch, dass ihr sagt, okay, der Krone, ne, der ist so krass. Den musst du nehmen. Dann werde ich mir das überlegen. So. Alles muss zur Scheune. Wie alles. Also alles an Stroh, aber nicht alles, was wir haben, ne? Da bin ich jetzt nicht so für. Weil wir gerade, glaube ich, auch noch ein bisschen so einlagern wollten erstmal. Das wäre auch so eine Überlegung, dass wir das, was wir hier ernten, quasi dann mitnehmen auf einen anderen Spielstand, in die Silos reinmachen. Hawkeye, schönen guten Abend. Schön, dass du dich dazu gesellst. Und ist krass, den musst du nehmen. Aber ganz ehrlich, wie viel Tonnen Stroh werden wir hier liegen haben? Rechnen wir mal. Sagen wir mal, wir haben hier 100 Tonnen liegen. 100 Kubikmeter, Entschuldigung. Dann sind das gerade mal 6.600 Euro. Der Krone hat, glaube ich, 10.000 die Stunde an Miete gekostet. Oder sogar noch mehr. Dann heißt das, wir sammeln Stroh und arbeiten und verdienen dabei kein Geld, sondern verlieren Geld. Ist halt nicht optimal, ne? Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, genug Ballen haben wir. Also Ballenpressen ist eigentlich keine Option. Ich würde echt, also ich tendiere echt dazu, den kleinen zu nehmen. Also den 23-Kubik-Ladewagen. Das reicht eigentlich, denke ich mal. Gut, wir werden ein paar Mal häufiger fahren müssen. Aber wir haben eine ganze Stunde Zeit und das. Dann nutzen wir diese Mietdauer zumindest auch vernünftig. Ich glaube, der Strautmann reicht. Strautmann war der erste, ne? Genau. Ja, ich würde ja auch gerne den größeren nehmen, ne? Könnte man dick den 1050 davor hängen und dann geht's ab. Aber. Man muss halt auch noch ein bisschen wirtschaftlich denken. Auch wenn wir das hier alles nur zum Spaß machen und unser Hof ja auch eher auf Spaß beruht, was die
Fahrzeugauswahl angeht. Aber mir klar, dass das nie ernst gemeint ist. Ist noch nicht. Also, ich habe ja auch Bock drauf. Ne? So ist es ja nicht. Aber man muss ja auch. Ne? Muss man an die Firma denken. Die Firma macht Minus. So. War der Flughelfer jetzt eigentlich fertig? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ob da oben eine Einblendung kam. War so auf meinen Ladewagentraum fixiert. Da muss ich gleich nochmal schauen, was da geht. Am Ende der Bahn werde ich das noch machen. Einmal rüberschauen. Und dann wollte ich hier nochmal gucken. Es muss alles gekalkt werden. Ist aber nicht schlimm, wenn der Stroh runter ist. Können wir das dann auch erledigen. Keine große Sache. Irgendwie wünsche ich mir die ganze Zeit mehr Felder, obwohl wir ja tatsächlich schon relativ lange brauchen für einen Erntedurchgang hier. So wenig haben wir ja gar nicht. Ich habe ja eigentlich am Anfang direkt darauf geachtet, dass wir schon gut dabei sind, was die Felder angeht. So, stellen wir den erstmal hier hin. Und dann machen wir jetzt hier wieder die altbewährte Taktik von mir. Dass wir einfach hier einmal durchstechen. Und zwar hier. Mit dem Bereich hier, den kriegt der Helfer alleine geflügt. Den hier rechts werden wir dann wohl selber beiflügen müssen, weil der Helfer dann mit der Schrägen nicht so gut klarkommt. Ja, ich muss sagen, mich stört es nicht. Ich spiele ja eigentlich fast nie mit Helfer. Ich mache es jetzt gerade, weil ich wirklich eigentlich nur im Singleplayer unterwegs bin. Weil die Zeiten auch für viele echt blöd sind zum Mitmachen leider. Ist halt noch echt früh am Tag. Und dann noch halt das Ding, dass ich so richtig erst durchstarten will mit der Mod-Map, die dann irgendwann kommt. Aber ich finde, den Helfer könnten sie dann doch mal irgendwann ein bisschen intelligenter machen. So, dass er vielleicht auch was taugt zum Abfahren. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Ja? Oder man könnte ihnen sagen, hier wirklich, Feldnummer sowieso, fahr da hin und flüg. Und nicht nur stumpf einen Helfer, der gerade ausfahren kann und wenn das Feld vorbei ist, drehen. Aber wirklich mehr kann er ja eigentlich nicht. Oh, du hast diese Woche keine Schule mehr, machst Erste Hilfe. Erste Hilfe machst du auf jeden Fall nichts mit falsch. Also 3 Tage oder was? 2 Tage, ja, Donnerstag, Freitag, stimmt. Ja, haben wir schon Mittwoch quasi rum. Ja, das ist mal ein Ding. Hatte ich nicht in der Schule oder ich hatte mal so einen, keine Ahnung, einen Kurs, der an 2 Stunden ging oder so. Aber ich finde das gut, man sollte schon über Wissen verfügen, um anderen in Notsituationen dann so ein bisschen zu helfen. Das ist auf gar keinen Fall falsch. Hallo Unix und hallo Bonzo. So. Immer wieder schön, die altbekannten Gesichter zu sehen. So. Machen wir die Kiste mal voll so langsam. Bin mal gespannt, ob wir das Ganze gespannt voll kriegen. Ich tippe mal nicht. Aber es wird nicht mehr so viel fehlen. Vorne ist bald voll. Hinten kriegen wir mindestens halb voll. Und dann hat sich die Ernte ja auch schon halbwegs gelohnt. Würde ich mal sagen. Für mich persönlich. So. Ja, das Geräusch hier meine ich. Klingt so richtig nach Getreide. Super. Schön, dass wir das mal gemacht haben mit dem neuen Teil. So langsam kämpft aber der Kleine.
Naja, so klein ist er ja gar nicht.